Wir beginnen mit dem wöchentlichen Forzaton, der diesmal heißt Zäh wie alte Stiefel. Kapitel 1, geschichtsträchtig. Ich wollte schon sagen, gesichtsträchtig, aber das Ding, ja, vielleicht nicht. Wobei, ein markantes Gesicht hat das Fahrzeug, um was es geht, auch. Also, geschichtsträchtig. Besitzer und Fahrer, ein Stück britischer Automobilgeschichte, den zuverlässigsten 1972er Land Rover Series 3. Ja, den habe ich schon ausgewählt und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt raus hier in die Winterwunderlandschaft. Mein Gott. Fängt ja wieder gut an hier. Ja, und fahren ein paar Meter. Und ich glaube, ich mache mal kurz die Hinweise. Das vergesse ich sonst wieder. Dass wir direkt wissen, haben wir die Aufgabe erledigt oder nicht. Und wahrscheinlich müssen wir die ich mache die Fähigkeiten auch gleich dazu. Wir werden sie sowieso wieder brauchen. Gehe ich davon aus. So, also ich fahre ein paar Meter mit diesem Prachtstück. Ja, es ist halt... Also von der Bauform ist es schon sehr... Ja... Ist es schon sehr, sehr, ne? Speziell. Man könnte meinen, da hinten geht es noch irgendwie weiter, weil das immer so steigt, steigt, steigt und dann, fupp, abgehackt. Aber ja, ist ja auch schon ein bisschen ein paar Jahre altes Fahrzeug. So, gut, aber das sollten wir jetzt erledigt haben, deswegen gehen wir direkt zurück zur Spielliste und gucken, was uns jetzt erwartet. Kapitel 2, Ausflug. Wage einen Ausflug ins Grüne und führe 20 Zerstörungsfähigkeiten mit deinem Land Rover Series 3 aus. Bevor wir das aber machen, würde ich sagen, gehen wir eigentlich direkt wieder zurück. Ja? Mir ist es doch ein bisschen zu kalt in dem Fahrzeug. Da muss jetzt ein Motor her, der ein bisschen mehr Wärme abgibt. Deswegen fahren wir jetzt ganz gechillt wieder zurück und bauen da einfach mal ein bisschen was ein. Ja, tunen den mal ein bisschen, gucken, was da so geht. Und dann gehen wir die nächste Aufgabe an. Und ich glaube, dann geht es mit der Zerstörungsfähigkeit auch ganz rasant voran. Da steht auch schon ein weiterer Spieler hier mit dem Land Rover, also... Da möchten noch ein paar mehr jetzt gerade diese wöchentliche Aufgabe erledigen. Also, wir gehen ran. Upgrades. Gehen wir rein. Gucken wir mal, was wir denn da so Schönes haben. Wir können 1,6 Liter rein, 4-Zylinder Turbo Rally Motor einbauen. Oder natürlich den Racing 7,2 Liter V8. Ja, ist schon ein bisschen heftig. Also, das machen wir vielleicht nicht. Wir bleiben beim Serienmotor. Wir könnten vielleicht einen Kompressor reinhauen. Da hätte ich Bock drauf. Allrad haben wir schon, was sehr cool ist. Was können wir denn hier machen? Oh, okay. Ja, fände ich cool. So. Oh, alles klar. Okay, also das finde ich schon cool so, aber das hat natürlich auch was. Ja, aber wir machen es aber mal so, oder? Aber so richtig schön verstärkt alles. Jetzt können wir hier hinten nochmal, also so eine Leiter, ne, dass wir auch hochkommen, klar. So, das machen wir auch dazu. Und was können wir hier noch machen? Ah ja, Ersatzrad machen wir auch vorne drauf. Alles klar, ja. Da sind wir dabei. Dann machen wir hier richtige Offroad-Galoschis drauf, richtig schön breit. Da muss doch was gehen, oder? Ja, 235 ist okay, kann man machen. 245 hinten. So. Ja, dann bauen wir mal hier einfach auch alles rein. Machen wir da jetzt kein großes Heckmeck draus. Einfach mal ein bisschen reinklöppeln. Ich glaube, ich mache einfach einen Vollaufbau, weil ich glaube, mit dem Serienmotor können wir ruhig Leistung reinprügeln, wie wir lustig sind. Und ja, Gewicht ist immer so eine Sache, gerade beim Offroader. Ich weiß ja nicht, wie krass Offroad wir fahren müssen. Ich mache jetzt mal nur die Sportgewichtsreduzierung, nicht die Rennen. Also machen wir nicht ganzen Vollaufbau. Leistungstechnisch machen wir jetzt aber alles rein, was wir finden können. Ich glaube, wenn wir in die B-Klasse kommen, können wir glücklich sein wahrscheinlich. Noch sind wir in der D-Klasse, jetzt haben wir die C-Klasse erreicht. Ja gut, der Kompressor könnte jetzt gleich nochmal einen guten Schwung bringen. Boah. Ja, aber wir erreichen nicht mal die B-Klasse, das ist der Wahnsinn. Also wir hätten mit Motorswap... Ne, das machen wir nicht. Mit Motorswap hantieren müssen. Antriebswert können wir aber noch machen. So. Krass. Aber ja, gucken wir mal, ob wir damit trotzdem ganz gut durchkommen. So. Ich meine, klar, der Racing V8, das wäre natürlich ein Monster. Ich würde aber behaupten, das Fahrzeug kriegen wir dann um keine Kurve mehr. Wir machen noch mal ganz kurz die Automeisterung voll. Wer weiß, ob wir es brauchen. Ich habe mich jetzt im Vorher nicht eingelesen, was die Aufgaben sind in den nächsten Kapiteln. Also keine Ahnung, ob irgendwas mit Fähigkeiten noch kommt oder so. Aber hey, ist egal. Was wir haben, das haben wir. Jetzt heißt dann erstmal ein bisschen Zerstörung machen. Und wer weiß, vielleicht bauen wir ja doch noch den V8 ein, weil dann irgendwie kommt, ja, fahre 400 Sachen beim Blitzer XYZ. Und dann macht es vielleicht Sinn, tatsächlich doch dann den großen Swap zu machen. Aber jetzt erstmal mit dem Serienmotor. Zack. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt ein bisschen Zerstörung. Und das können wir direkt hier vom Start weg doch schon mal leicht hier irgendwo machen. Ein bisschen ein paar Sachen kaputt fahren. Wenn wir die Sicht ein bisschen ändern.
richtiger Ah, das kann man gar nicht. Ich wollte das Ding umfahren, aber das ist hinter der Absperrung. Das ist natürlich blöd. Aber das können wir zerstören hier. Jawohl, eine Zerstörung. Was, 20 Stück müssen wir schaffen. Ja gut, das ist ja aber eine schnelle Geschichte eigentlich. Einfach mal ein bisschen ins Gelände. Zack, weil auch wenn man hier ein bisschen ein paar kleine Bäumchen umpflügt, wird es vollkommen klar. So, beim Feintuning können wir auf jeden Fall, wenn wir hier dranbleiben wollen, ein bisschen das Getriebe kürzer setzen. Ja, ich glaube, wir machen doch den V8 noch rein. Ich glaube, ich habe mich selbst innerhalb von wenigen Sekunden überzeugt. Dass doch ein bisschen jetzt hier nicht gerade fix vorangeht. Der Motor klingt jetzt auch nicht so mega, oder? Oh, haben wir schon Besseres gehört. Jetzt muss ich aber mal Ball haben, oder? Wow, was war das? Habt ihr das gesehen? Ey, da hat es mich einfach zurückgeworfen. War nicht der Ast, der sich so wie so eine Feder gebogen hat und dann wieder uns zurückgeschmissen hat? Eiskalt. So, komm, auf geht's. Komm! Gib mir die Zerstörungsfähigkeit. Oder habe ich mich jetzt verlesen? Dann mache ich jetzt die ganze Zeit was falsch. Das müssen wir doch schon längst haben. Nee, haben wir nicht. Okay, wir haben nur 16 Stück. Wir haben schon viel mehr zerstört. Verdammt. Egal, aber wir haben es gleich. Ein bisschen Mauer noch mitnehmen. Ja, und das noch. Na gut, es muss halt auch dastehen, Zerstörung. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Dann kommen wir zu Kapitel 3. Kann man das überhaupt lesen? Ich mache mich mal kurz weg. Treuer Begleiter. Entstaube deinen Land Rover Series 3 und gewinne eine Querfeldein-Veranstaltung beim Querfeldein von Whitewater Falls. Okay, ich versuche jetzt mal in der Serie. Ja, wenn wir es nicht gewinnen, dann ja, müssen wir nochmal auf jeden Fall umtunen und entsprechend den V8 einbauen. Aber da werden wir dann keinen Maximalaufbau machen, weil ich glaube, das könnte schief gehen. So, Whitewater Falls, das müsste irgendwo hier sein. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, das ist Staubecken. Okay, ich täusche mich doch. Whitewater Falls, Querfeldein. Ne? Das war Querfeldein. War nicht Rundstrecke, oder? War normal Querfeldein. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Bevor ich mal jetzt was falsch mache. Querfeldein, Serienveranstaltung beim Querfeldein von Whitewater Falls. Weil die haben beide Whitewater Falls hier. Ne? Es gibt einmal Whitewater Falls. Nee, das heißt Schieferbruch. Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Genau das steht da. Also machen wir das. Da gibt es nichts anderes. So. Sehr gut. Wir versuchen es mal. Mit dem Aufbau. Ich meine, wir haben eine schöne Verstärkung. Und dementsprechend sollte ja eigentlich auch die Rammfähigkeit gegeben sein. Wir wollen natürlich, wenn wir schon im Winter sind, im Winter auch fahren. Den Rest bestätigen wir mal so. Jawohl. Na, gucken wir mal, was wir so gegen die moderneren Offroader so hinbekommen. Also vom Grip-Niveau dürften wir ganz gut eigentlich unterwegs sein. Ich denke, die Reifen, die werden schon für ordentlich Grip sorgen. Aber die Konkurrenz, die hat halt schon ein bisschen mehr Bums. Und ich glaube, Bums ist schon nicht unwichtig bei der Veranstaltung. Aber wir werden es rausfinden. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir nehmen uns die Zeit und das Getriebe. Ja, hätte ich anpassen sollen, habe ich wieder vergessen. Gerade beim Offroad macht es schon Sinn, kurze Wege zu haben. Boah, da werden wir direkt vom Ram weggerammt. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Aber mal schauen, wir versuchen es jetzt einfach mal. Mal probieren, geht ja bekanntlich über studieren. Ja, da fehlt uns die Power. Gerade gegen die Pickups wird da nichts gehen. Wenn es jetzt so eine etwas kurvenreichere Geschichte wäre, ja, dann wäre das, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil griptechnisch und kurventechnisch, da sind wir sehr gut unterwegs. Aber im Durchzug, da scheitert es ein bisschen. Kommen ja noch ein paar Kürfchen hier, aber
Komm, zieh doch ein bisschen schneller. Ja, aufi, aufi, aufi. Oh, der Ram schon wieder. Kannst nichts dagegen machen. Der wiegt halt auch nochmal ein bisschen mehr. Und wir mit unseren Gewichtsreduzierungen. Schwierig. Okay, pass auf. Wir brechen ab. Das bringt so nichts. Deswegen gehen wir direkt zurück zum Festival und dann V8 rein. Ja, passt ja auch. Prima für das Fahrzeug. Dicker Racing V8. Ja, aber da werden wir keinen Maximalaufbau machen. Das kriegen wir überhaupt nicht sonst gefahren. Aber mehr Power brauchen wir definitiv. Ich meine, jetzt rein von einer performanten Geschichte her wäre wahrscheinlich der Rallye-Motor sinnvoller. Aber, nee. Rallye-Motor, er braucht schon einen Rallye-Motor, wenn er hier einen dicken V8 haben kann. Also den bauen wir ein. Beatmung machen wir jetzt einmal keine. Ich glaube, es reicht einfach, den einzubauen, oder? Gar nichts groß dran verändern. Der ist schon krass genug, glaube ich. Deswegen probieren wir es einfach mal so. Installieren. Jetzt muss ich das Getriebe aber auch nochmal checken. Gerade mit dem anderen Motor könnten die Getriebeeinstellungen jetzt halt auch überhaupt nicht passen. Das finden wir jetzt einfach mal raus. Dann geht das Rennen auch ein bisschen schneller, ne? Mit mehr Leistung. Ja, merkt man da einen Unterschied? Also vom Klang, finde ich, ist ja fast identisch. Und vom Durchzug. Hey, merkt ja keinen Unterschied, ne? Haben wir, glaube ich, jetzt. Haben wir nichts hingekriegt hier. Okay, das ist so krass. Also, hey, das ist jetzt einfach nur der Umbau. Das ist nichts am Motor sonst verändert. Keine Zwangsbeatmung, nicht irgendwie die Teile noch verändert. Und das Ding ist schon, hat schon viel zu viel Leistung jetzt für dieses alte Teil. Also, das wird jetzt gleich eine richtig böse Fahrt. Aber hey, ein bisschen Challenge muss ja sein. Gerade im Forzaton, sonst wäre es ja nicht der Forzaton. Also, versuchen wir es nochmal. Jetzt ist es nicht mehr der Kampf gegen die drei Vatare, jetzt ist es der Kampf definitiv gegen das Fahrzeug. G-Klasse ist auch am Start. Und ja, auch die 6x6 G-Klasse ist mit dabei. Ja, der erste Gang könnte man tatsächlich ein bisschen kürzer machen. Uah. Ja, direkt mal gegen dieses Monster geprallt. Wie ein Steinchen gegen eine Wand. Oder eine Fliege gegen einen Elefanten. So ungefähr. Auch wenn man jetzt in Series 3 nicht gerade als Fliege bezeichnen könnte, weil der schon nicht gerade klein ist. Aber ja, vom Gewicht. Auf jeden Fall. Ja, sieht schon alles besser aus. Einfach zu fahren ist es dennoch nicht. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Vorsicht. Ja. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, jetzt noch die G-Klasse ganz vorne. Der G65. Boah, die Landung war jetzt nicht so geil. Tja. Der hat jetzt einfach die komplette Bodenhaftung verloren. Deswegen konnte ich da nicht rumlenken. Jetzt hier kommen. Jawohl. Und jetzt durchs Gemäuer. Da haben wir ja schon Erfahrung. Hat uns ja Kapitel 2 perfekt vorbereitet. Oh mein Gott! Easy. Ja. Sehr gut. Dann haben wir es doch geschafft und damit ist dann direkt schon Kapitel 3 erledigt und wir kommen schon zu Kapitel 4. Also die letzten Forzatons sind relativ gut zu bestehen. Wir gucken uns das Ganze hier mal an und ja, jetzt kommt Kapitel 4, Landluft. Gönn dir ein Picknick im Grünen und fahre deinen Land Rover Series 3 insgesamt 15
Meilen. Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt nicht verbuggt ist, denn in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass diese Fahrer so und so viel Distanz gerne mal ein bisschen schief gegangen sind. Deswegen, wir fahren jetzt mal so gefühlt einen Kilometer und gucken mal, ob dann tatsächlich das passiert. Und dann schalte ich aber auch mal ganz kurz jetzt dann die Geschichte hier aus, weil diese ganze Fähigkeiten-Sache, die geben mir so ein bisschen auf den Sack. So, wir fahren jetzt mal ein paar Meter. Und dann finden wir gleich raus, ob das richtig funktioniert oder nicht. So. Gucken wir mal. Ups, nee, da muss ich direkt auf den Forzaton gehen. Ja, das sieht gut aus. Also 2 Kilometer hat er schon gezählt. Wie viel sind denn das dann? Über 20 Kilometer, oder? Müssen wir da fahren? Entschuldigung, dass ich hier nochmal gucken muss. Ja, 24,1. Okay, alles klar. Dann machen wir das doch mal. Und fahren wir doch mal so ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht fahren wir jetzt einmal mal durchs Festival Richtung Autobahn und dann Autobahn einfach rauf und runter fahren. Dann sollten wir das relativ schnell erledigt haben. Ja, in dieser Season ist ja jetzt auch wieder ein Showcase-Remix mit dabei. Die gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Und das ist vor allem auch interessant für die Jäger dieser, wie heißt das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen, weil ich selber jetzt nicht so interessant finde. Ah, diese Sternkartengeschichten. Weil dort gibt es ja auch eine Aufgabe, wo man eben, glaube ich, 5 dieser Sternkarten-Remixes abschließen muss. Also wer da jetzt schon sehnsüchtig drauf gewartet hat, ja, jetzt gibt es wieder mal so ein Showcase-Remix. Und da schauen wir dann mal, was uns da erwartet. Ja, aber mit so einem schönen V8, oder? Hat schon was. Bremse gibt es halt gar nicht bei einem Fahrzeug. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt einmal Autobahn hoch und nochmal runterfahren und dann müssten wir es eigentlich schon haben. Ich denke, 24 Kilometer sind relativ schnell gefahren. Das ist so ungefähr die Distanz von A nach B mit 24 Kilometer dazwischen. Nein, das ist so ungefähr die Distanz. Ich muss gerade mal überlegen, bei mir an der Gegend, von wo bis wo könnte das sein? Ja, vielleicht vom... Ja, wobei, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber das könnte man jetzt mal mit Google Maps mal bemühen. Die Distanz von Freiburg, also Freiburg im Breisgau, zum Europapark in Rust. Das dürfte ungefähr so weit sein. Bisschen mehr wird es wahrscheinlich sein. Das wird dort eher so wahrscheinlich so 26 Kilometer, 28 Kilometer sein. Aber das wäre so jetzt bei mir aus der Gegend so ungefähr die Distanz, die man fahren müsste. Und da wäre man tatsächlich auf der Autobahn oder so, wäre man da schon ein paar Minütchen unterwegs. Also je nachdem, wie voll die Autobahn ist und wie schnell man halt fahren kann oder das Fahrzeug kann, wäre man da schon... Wie lange wäre man da unterwegs? Also ich wäre da so 5 Minuten unterwegs. Nein, Spaß. Ja, so 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem schon. Je nachdem halt, je nach Verkehr, wie gesagt, auch. Kann auch bis eine halbe Stunde gehen, ne? Also das ist alles möglich. Aber das wäre jetzt so eine Distanz, die da ungefähr dem entsprechen würde. So. Ich hoffe, das zählt jetzt, ne? Ich kontrolliere es nicht. Ich fahre jetzt einfach mal. Also meine Einschätzung war, wir fahren einmal die Autobahn hoch und... Naja, runter müssen wir die nicht mehr fahren, glaube ich, groß. Wir fahren da hoch bis zum Kreisverkehr, höchstens noch bis zum Kreisverkehr dann wieder runter. Ich kann es ganz schlecht einschätzen hier in Forza, wie viel so ein Kilometer oder sonst was ist. Weil wenn du mal überlegst, der Trackstrip beim Festival ist eine Viertelmeile.
Also das kann man ungefähr so als Richtung nehmen. Aber ja. Jetzt sind wir beim mittleren Kreisverkehr, jetzt noch zum nördlichen. Ah, da haben wir es sogar schon geschafft. Guck mal, wir haben es gerade mal nur zum mittleren, also da haben wir es doch schon geschafft. Dann kontrollieren wir das Ganze auch nochmal. So ist es. Wir haben es erledigt und damit ist der Forzaton für diese Woche vorbei. Ja, aber wieder, ja, wie soll ich sagen, es gab schon bessere Forzatons und fand ich vor allem auch mit ein bisschen mehr Challenges. Ich finde dieses fahre so und so viel Meilen, Kilometer, was auch immer, finde ich jetzt nicht so spannend. Da finde ich doch so, da gab es schon echt interessantere Aufgaben. Auch Aufgaben, die zum Teil vielleicht ein bisschen schwieriger waren, weil, wenn man bedenkt, dieser wöchentliche Forzaton soll ja eigentlich eine Geschichte sein, die man jetzt nicht so in 20 bis 30 Minuten erledigt, sondern soll ja eigentlich so ein bisschen sein, dass man die ganze Woche ein bisschen was davon hat. Gut, egal. Es ist erledigt. Deswegen, ja, geht es jetzt hier im Livestream weiter im Text. Bei YouTube ist es vorbei. Deswegen Dankeschön fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.